So, willkommen zum zweiten Teil hier im Wald mit Dark Angel und mir. Und ich denke, wir marschieren jetzt einfach mal weiter, ne? Und gucken, wo uns der Weg noch so hinführt. Denn das sieht man hier nach dem Tierpfad aus. So, da ist ein Tümpel. Recht schön. Ja, ist annehmbar hier. Gucken wir mal gleich, dass wir hier so lang kommen. Werden wir nicht schaffen, das ist alles nass da. Ja, ich kann ja mal gleich vorfühlen gehen. Dark Angel im Fotomodus. Bist du glücklich? Ja. Siehst du? Draußen immer. Draußen ist ja auch schön. Ich glaube, hier muss ich noch mal ein Foto machen. Wonach riecht hier? Nach Frühling. Siehst du? Hier riecht es nach Frühling. Obwohl die Temperaturen eher auf ja, fließen lassen. Temperaturen ist jetzt gerade eher Hochsommer. Ja, gefühlt zumindest. Was heute gut warm im Vergleich zu gestern. Gestern haben wir gefroren. Da war das echt kühl und heute ist das. Ist das gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben so auch viele Bäume umsägen müssen. Ne? Das ist traurig, aber nicht zu ändern. Ich singen im Wald und auf der Heide. Ne? Ja, ja. Wie war das? Ja, ist er noch nicht, aber ich kann ja trotzdem schon mal singen. Ne? Der Mai ist gekommen. Bäume schlagen aus. Kein Wunder, dass die Bambis in die Kisten gehen. Richtig, ja, eigentlich kann ich besser singen, aber war mir gerade nicht nach. Bisschen albern muss man auch mal sein. Leben ist ernst genug. Heute werde ich ja keine Bambis sehen. Die Darkseider hat sie alle vertrieben mit seinem Gesang. Ja, natürlich. Obwohl hier ganz viele Bäume liegen. Das ist echt schön hier, ist wirklich mega. Ja? Ich glaube, wir müssen nach vorne rum. Ich denke auch. Thank you.
So. Das Wasser wird langsam heiß. Kaffee, Pulver und Zucker ist im Feldbecher. Dark Angel surft im Internet. Da liegt unser ganzes Zeug. Ja. Und jetzt machen wir hier eine schöne Pause, ne? Oh ja. Möchtest du noch was sagen? Nö. Siehst du? Ich bin jetzt ganz ruhig. Dark Angel ist... so ruhig, wie es hier ist. So ruhig, wie es hier ist. Wir lauschen jetzt den Vögeln. Den Flugzeugen. Eisenbahn. Ja. Wobei, was hat das Flugzeug da oben zu suchen? Hm? Ja gut, Privatmaschine, ne? Mhm. Die darf wahrscheinlich noch starten. Ja, ansonsten melden wir uns, wenn der Kaffee fertig ist. Die ist vollbracht. Bisschen umrühren, bisschen ziehen lassen. Bisschen die Natur genießen. Du siehst glücklich aus. Hier ist es herrlich. Ja, hier ist die Welt noch in Ordnung. Ich sehe gerade, der Grün ist ein umgekippter Hochsitz. Der ist nicht umgekippt. Oder? Da drüben ist ein Hochsitz. Dark Angel hat ihn gerade entdeckt, aber der ist nicht umgekippt, wie ja, du sagst. Aber schief. Ja, aber der ist noch in Ordnung. Guck ich mir nachher nochmal an. Gucken wir uns nachher nochmal an. Nicht nur sie. Ich auch. So, Dark Angel ist am Hacken. Mit ihrem neuen Mini-Beil. Das kann natürlich sein, dass das herrlich ist. Funktioniert einwandfrei. Super, ne? Und der ist noch nicht so trocken. Ja, sie macht das gut. Ich werde mich hier nochmal an so einem Tri-Stick versuchen. Mehr schlechter als recht, aber ein bisschen was schnitzen, hacken, die Zeit vertreiben. Ja. Und dann nebenher Kaffee trinken. Ein bisschen verunglückt ist dieser Potthänger schon, aber ist ja auch nur ein Versuch. Wird ja nicht wirklich gebraucht. Und Dark Angel, was machst du da? Machst du den Speer? Mein geerbtes Messer ausprobieren. Richtig. Ich habe Dark Angel mein Billigmesser vermacht. Ich bin mal gespannt, ob du was Schönes rauszaubern kannst. Ist ein Stück Holz. So, dann sag mal an hier. Dieses kleine Mini-Gerät ist so geil, geiler geht gar nicht. Also filigrane Arbeit kann man damit machen. Ich habe eben ungefähr einen Ast durchgehauen, der war noch ein bisschen dicker wie der, damit ich mein Stück hier kriege. Das hier ist trocken, aber der andere, der war eben noch ein bisschen feucht gewesen und das ging ratzfatz. Ja gut, muss halt richtig halten, ne? Im richtigen Winkel. Ja. Also ich habe da jetzt auch gerade mal was angespitzt. Und das ist hier richtig schön glatt. Ja. So, ich habe da auch mit Dark Angels Mini-Ball gerade was angespitzt. So sieht das aus. Das Ding macht richtig Bock. Nicht schön, aber selten, aber funktioniert. Gut, wir sind beide auch aus der Übung, ne? Richtig, wir sind beide aus der Übung. Den gröberen Teil habe ich natürlich mit meinem Beil ja weggehauen. Also, das hier ist jetzt auch nicht so schlecht. Kriegt man ordentlich was weg, aber die ganz feinen Arbeiten, die gehen mit dem Mini-Beil hier aber und gut von der Hand. Und entasten und so, hier sind lauter Astlöcher drin, das ging so mega geil. Ja. Ganz easy peasy. Ein paar Mal drauf und dann springt das richtig weg. Ja. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann auf der Kamera, aber das Ding ist sauscharf. Ich denke doch mal, das halte ich jetzt einfach mal drauf. Ne? Das Ding ist sauscharf. Ja, Vorführeffekt. Könnte noch ein bisschen schärfer sein, aber... ja, das kann man ja nachholen.
Aber das ab Werk ist das schon mal nicht verkehrt. Hat natürlich wenig Gewicht. Und man muss das Ding natürlich im richtigen Winkel halten, sonst... Aber es macht so Böcke. Ja, eine richtige Achse ist natürlich überlegen, aber... Ja, die kann ich aber für die feinen Arbeiten ist das völlig in Ordnung. Die kann ich aber wegen meiner Erkrankung nicht mehr wirklich hochkriegen. Ja, aber das, ich sage, das für die feinen Arbeiten ist das Teil super. Ich glaube, der Darksider muss auch noch weiter. So. Gleich sind wir abmarschbereit. Das meiste ist schon eingepackt, ne? Hast du auch dein Kram? Ja. Hat dir das Spaß gemacht? Oh ja, diese Mini-Axt ist unbezahlbar. Ja, ich sag ja, diese Mini-Axt hat diese Spitze verfeinert. Dark Angel ist glücklich. Morgen hat Dark Angel Muskelkater. Und wenn, dann war es das wert. Dann war es das wert. Ja, ihre Axt ist super. Muss schon sagen. So, unser Lagerplatz sieht aus wie vorher, vielleicht sogar besser. Dark Angel ist schon da hinten, guckt sich irgendwas an. Werde ich mal zu ihr gehen, gucken, was sie da wieder für Dummheiten macht. Ist das ein Schnurrbart oder was? Auf dem Podest. Aha. Ja, dann. Kann auch mal groß sein. Bist du fast so groß wie ich? Ja. Aber nur fast. So, dann sind wir gleich wieder da, wo wir unsere erste Pause gemacht haben. Im ersten Teil. Machen wollten. So, Leute. Ich bin aus der Puste. Ich bin auch rechtschaffend fertig jetzt. Ja, sie ist rechtschaffend müde. Ja, deswegen gehen wir jetzt nach Hause. Legen uns ins Bett und machen Eier. Ja, aber erst essen wir noch. Ja, erst müssen wir noch was essen. Also, so Schnitzel bis oder zum so nächsten was. Video. Bye, bye. Darksider over and out.